Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Da läuft die Muschel ganz alleine hier durch unseren Speisesaal und ja, geht jetzt erstmal auf die Toilette. Dann würde ich sagen, lassen wir sie das in Ruhe zu Ende machen. Und wir überlegen uns, was wir als nächstes bauen. Auf jeden Fall steht hier auf dem Plan, dass wir das hier mal fertig bekommen. Wir könnten die inneren Wände auch schon ziehen. Überhaupt kein Problem. Hier muss eine Tür rein. Kopieren wir einfach von hier. Das kopieren wir von dort. Und dann ist das zu. Und dann geht's hier mit der Wand nämlich weiter. Die können wir dann durchziehen. Dreier Flur, wie gesagt. Die Wand darunter. Und dann läuft das schon. Dann ebenfalls die Türen. Hier sind schon die Wände teilweise gebaut. Das ist ja totaler Blödsinn. Habe ich vergessen, die Türen zu setzen. Kein großes Drama. Und, oh, das darf ja nicht wahr sein. Und wenn dann diese Räume fertig sind, eins davon, wie gesagt, ein Badezimmer, haben wir schon Rohre gelegt? Ich bin nicht sicher. Ich glaube nicht. Das würden wir sehen, wenn hier Rohre liegen würden. Deswegen ziehen wir die jetzt mal runter. Hygiene. Weiße Rohre. Wir könnten sie einmal hier entlang ziehen. Oder hier runter, weil diese Räume ja eh auch Rohre brauchen. Ziehen wir es dann hier entlang. Da machen wir hier eine Überquerung. Ja, bietet sich eigentlich an dieser Stelle an. Und dann gehen wir hier runter. Und dann sehe ich gerade, habe ich was falsch gebaut. Was ist denn jetzt bitte schön los? Oh mein Gott, was bin ich ein Trottel. Schaut mal, die Räume sind jetzt völlig unsymmetrisch. Habe ich mich etwa verzählt? Ja, natürlich habe ich mich verzählt. Ah, Doc. Okay, die Rohre müssen warten. Wir haben 5x4 gesagt und jetzt sind die 5x... Das hier ist 5x5. Das brauche ich nicht abzählen, das sieht man. Und hier hätte es eigentlich so sein müssen. Wir hätten also noch ein Feld weiter runter gemusst. Na, hervorragend. Gut gemacht. Was mache ich jetzt? Wir bauen das. Wir reißen das ab. Beziehungsweise... So, wir brechen das erstmal ab hier. Und dann müssen wir das auch wieder abreißen. Ach Mensch, Leute. Das tut mir wirklich leid. So, ich reiß jetzt alles ab. So, komplett weg den Schronz. Wie ärgerlich. Die Tür auch. So, der Flur ist auch falsch. Alles ist falsch. Peinlich. Okay. Dann diesmal doch mit Plan. Scheinbar geht's nicht ohne. 1, 2, 3, 4, 5. Wand. Vielleicht sollte ich den Plan auch mal erst entfernen. So, Wand. 1, 2, 3. Wand. 5 mal 5. So weit, so gut. So, wir können das hier stehen lassen. Das können wir stehen lassen. Das können wir stehen lassen. Das können wir stehen lassen. Der Rest muss weg. Und an die Stelle kommt jetzt die Tür. Es gibt so Momente, da fragt man sich, ob man nicht alle Latten am Zaun hat. Insbesondere, wenn man dann sowas macht. Was ist denn hier runtergefallen? Ach, Rauchblattjoints, wisst ihr was, die lasse ich da mal verrotten. Möchte keine Drogen diesmal. Ich glaube, wir werden eine ganz strikte Keine-Drogen-Politik machen, außer Bier. Denn das möchte ich gerne brauen.
Besucher sind angekommen, ja. Und wer hat eine Party geschmissen? Livy ist schon vorbei, nehme ich an, jawohl. Verzeihung. Also das, wie gesagt, das schreiben wir jetzt einfach mal ab, das Ganze hier. In die Kategorie dumm gelaufen. Hier werden wir auch noch umbauen. Die Entwässerungspumpe brauchen wir hier. Mensch, so richtig vorwärts komme ich im Moment gar nicht. Man beschäftigt sich sehr viel mit Klein-Klein und natürlich dann auch noch mit so doppelten Sachen wie dieser Sache hier. Aber gut, die Quartiere sollen jetzt eine entsprechende Größe auch haben, damit die Leute da total zufrieden sind. Teddy trainiert gerade die Tiere. Ach ja. Ja, wer hat eine Prügelei? Teddy und Cho. Der Grund hässlich. Ach, das ist ja der beste Grund, den es gibt, oder? Cho ist hässlich. Und weil er hässlich ist, kriegt er jetzt von Teddy aufs Maul. Das darf doch wohl nicht wahr sein. So, genau. Geht mal schön ins Bett. Ihr seid da zwei Pfeifen. Ja, aber jetzt hier schon wieder. Hallo, na, alles klar. Ja, ja, ist super hier. Und wie kommst du hier rein? Ey, weißt du nicht mehr, wir haben uns gerade geprügelt. Das ist unfassbar. Gut. Störung Windturbine. Und wir haben hier eine... Moment. Genau, die haben wir unten von dem Lager geholt, von den Angreifern. Prellungen, Brüche, Wirbelsäulenbruch. Ja, hervorragend. Gut gemacht, Teddy. Dem geht's aber auch nicht viel besser. Ja, der kriegt jetzt die gute... Moment, der darf gar nicht die gute Medizin bekommen. Ah, hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben. Das ist jetzt auch meine Schuld. Denn ich habe scheinbar bei der Medizin einen Fehler gemacht. Wir gucken nochmal bei Medical Colonists. Moment, nein. Hier, ich habe vergessen, bei allen Kräutermedizin einzustellen. Mein Fehler. Teddy darf sich selbst behandeln. Das machen wir jetzt mal aus. Bei Livy ebenfalls. Die sollen sich dann gegenseitig behandeln. Das ist besser. So, Joe steht schon... Nee, Teddy ist schon wieder aufgestanden. Joe liegt noch ein bisschen rum. Aber ich finde, der darf ruhig weiterarbeiten. Und dann... wird die nächste Sau trainiert. Ist auch in Ordnung. Wie gesagt, Tragetiere... da eignen sich die Schweine sehr gut für. Ich habe gesehen, dass ein Tier irgendeine Beziehung hat. Ja, Kumiko ist mit Teddy verbunden. Möchte aber... Moment, die Sau 1. Nichts. Nichts. Und Ricochet muss mit Livy verbunden werden. So. Denn, also, oder andersrum. Livy ist verbunden mit Ricochet, folgte aber bisher Teddy. Das ändern wir jetzt auf Livy. Und hier stelle ich auf nichts. Die Schweine sollen keinen Meister haben in der Form. Sie sollen natürlich gehorsam sein, aber niemandem hinterherrennen. Das müssen wir eh auch noch woanders einstellen. Nee, das stellt man ja auch hier ein. Wir wollen erstmal, dass das Tier generell niemals folgt. Denn die sollen erstmal tragen und nicht jagen oder beim Zähmen hinterherlaufen. Deswegen einfach mal... so. Gut. Ja, für alle, die das noch nicht kennen, gehe ich vielleicht nochmal ein bisschen genauer drum. Man kann sagen, ob ein Tier dem Meister folgen soll, wenn dieser sich im Kampfmodus befindet. Angenommen, ich nehme jetzt Teddy, versetze in den Kampfmodus oder Livy jetzt in diesem Fall, dann würde das Tier, egal wo es ist, zur Livy gehen und im Kampf begleiten. Möchte ich aber im Moment nicht, für kein Tier. Und dann gibt es noch, dass man dem Meister folgen kann, wenn der auf der Jagd oder beim Zähmen ist. Also angenommen, wir schicken Teddy zum Zähmen raus. Und dann können wir ihn die Sau begleiten lassen. Oder die Sau ihn begleiten lassen. Das macht aber auch keinen Sinn. Die sollen ja schließlich hier auf der Karte die Ressourcen sammeln und tragen. Dafür bilden wir sie ja jetzt momentan aus. Und deswegen habe ich das überall ausgestellt. Okay, ich hoffe, damit habe ich es einigermaßen gut erklärt. So, hier ist noch viel zu tun. Moment mal, das sind Abrissjobs für die Stromkabel. Das lasse ich, aber die möchte ich dann auch nochmal vernünftig verlegen. Können wir auch gerne nochmal gucken. Die hatten wir nämlich auch schon hier reingezogen. Das muss alles weg. Die haben gar keine Verbindung mehr. Was wir machen können, ist hier neue legen. Können hier neue legen. Und auch schon hier. Unter diese beiden Wände durch. Dann passt das auch. So. Dann gehen wir nochmal zurück zu den Rohren.
Die haben wir bis hierhin durchgezogen. Hier werden die auch benötigt und wir werden das Badezimmer mittig hier bauen. Also ziehe ich das hier hin. Und ich werde dann einmal so machen. Und wir werden die sanitären Anlagen hier irgendwie an die Wand bringen. Das ist dann, obwohl, wenn wir mehrere Duschen aufstellen, ist es vielleicht auch so besser. Gut. So, Spinne hilft ein bisschen. Es wird was. Dann bin ich jetzt bereit, die inneren Wände auch zu setzen. An der Stelle geht das jetzt nicht, weil hier das Stromkabel geplant ist. Interessanterweise, denn wenn ich es jetzt so mache und dann das Stromkabel plane, dann geht es wieder. Ist manchmal ein bisschen komisch. Liegt aber auch daran, dass wir mit so vielen Mods arbeiten und diese unsichtbaren Stromkabel, die ich jetzt verwende, halt eben Bestandteil einer Mod sind und dann ist das halt eben alles ein bisschen anders. So. Die Türen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Räume. Das ist das Bad. Wir haben 42 Bauteile. Wir stellen die entsprechenden Gerätschaften auch schon rein. Und zwar eine Toilette. Die ich lieber so bauen möchte. Denn davon gibt es zwei. Das sind die Toiletten. Und hier hinten kommt dann Dusche und Badewanne. Ich glaube, dass man die auch schützen muss vor Blicken. Dann wäre der Raum natürlich ein bisschen klein. Ja, das ist ein Gästequartier, oder? Also, dann haben die echt mal Pech gehabt, würde ich sagen. Ich würde hier auch nur Duschen reinstellen. Die kriegen nur Duschen, keine Badewanne. So, 6 Duschen, fertig. 5 Duschen, Entschuldigung. 2 Toiletten, das reicht. Und natürlich noch Waschbecken. Haha, wo stelle ich das Waschbecken hin? Ich nehme eine Dusche wieder weg. Und dann gibt es hier ein Waschbecken, so. Und dann würde ich die Duschen aber auch gegenüberstellen. Und ja, Rohre haben wir ja schon, das ist alles gut. Könnten wir die Duschen noch so ein bisschen abgrenzen, so. Dann machen wir das noch. Und dann ist das halt das Bad. In der Ausbaustufe. Mehr kriegen die Gäste nicht. Gut. Jetzt bauen wir auch schon Betten. Damit wir die ersten Gäste empfangen können. Und wir haben gesagt, 1, 2 pro Raum. Und Nachttische. Wir sind dann ganz großzügig. Mit Lampe wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber die kriegen normale Nachttische. Gut. Eine Sonneneruption. Unsere Geräte machen schlapp. Dem Mais macht das nichts, der hält auch länger. Den Narrationen hier schon eher.
Die finden das nicht so toll. Und die Pflanzen hier, die halten es auch ein, zwei Tage ohne Licht aus, aber dann fangen die irgendwann auch an einzugehen. Das kennen wir ja nun auch schon. So, im Grunde steht hier alles drin. Da müssen nur noch Böden rein und dann können wir Gäste empfangen. Tisch zum Essen. Richtig. Da fehlte noch was. Ich würde in jeden Raum... Oh, psychische Beruhigung für die männlichen Kolonisten. Das ist doch nett. Die kriegen dann jetzt einen Stimmungsbonus. Das haben die sich auch mal verdient. Einen winzigen Tisch. Und zwei Stühle in jeden Raum. Das möchte ich auch noch. Und dann nehmen wir hier nicht die Esszimmer, sondern die Standard... Ah, der Sonnensturm ist vorbei, das ist gut. Nehmen die Standardstühle. So, und jetzt machen wir eine Sache, die habe ich nämlich vergessen. Für alle Betten, wir wollen mindestens gut. Alle Nachttische. Moment mal, warum kann ich die denn nicht? So, die sollen auch mindestens gut sein. Diese Tische sollen mindestens gut sein. Und die Stühle sollen natürlich auch mindestens gut sein. Dieses Bett ist überlegen geworden. Gut, wunderbar. Dann darf gerne weitergearbeitet werden. Die Tür wäre mal schön, weil im Moment bleibt nur der Weg hier durch diese Wandlücke. Das ist ein bisschen unglücklich. Ich glaube, da werden wir Teddy gleich mal den Auftrag geben, wenn der wach ist, diese Tür eben zu priorisieren. 4 Uhr, 5 Uhr, komm, der kann aufstehen. Das ist in Ordnung. So, Heilwurzel wächst. Sind außerhalb der idealen Temperaturleine. Das ist aufgrund des vulkanischen Winters, denn eigentlich sind wir in der Pflanzzeit, alles ist super, perfekter Sommer, obwohl gleich schon vorbei ist, es kommt schon der Herbst gleich. Am nächsten Tag ist schon Herbst. Ich glaube, wir kriegen keine Kräutermedizin mehr. Nicht so schön. So, ich kontrolliere mal kurz die Leitungen, das ist in Ordnung. Die Toiletten müssten ebenfalls in Ordnung sein. Jawohl. Alles hervorragend. Und dann stellen wir mal eben ein. Das ist, ja, es ist Unisex. Und es ist eigentlich nur für Besucher. Das kann ich jetzt hier nicht machen. Schade, wieso kann ich kann Besitzer wählen, da kann ich unsere Leute zu... Ja, das heißt ja, dass unsere Leute da auch jederzeit rein könnten, oder? Das ist natürlich nicht so schön. Shit. So viel dazu. Die Mod funktioniert nicht, die uns eigentlich alarmieren sollte, dass unsere Tiere angegriffen werden oder wir selbst. Jetzt haben wir den Salat hier. Wo ist denn Teddy bitte? Hier. Ziel nicht treffbar. Ziel nicht treffbar? Moment mal. Muss doch. Ah, wegen Friendly Fire. Na, super. Ist er schon tot? Ein Schuss. Sehr gut gemacht. Leider ist ein Tier tot. Einer unserer Eber. Jetzt muss ich mal schauen, was haben wir denn überhaupt für Schweine? Ah, jetzt haben wir zwei Säue. Und der Eber ist tot. Ah, hätte da nicht eine Sau sterben können. Ah, wie schade. Tja. Ich habe eine Mod installiert. Jetzt werden wir überfallen. Die eigentlich dafür sorgt, dass wir eine spezielle Warnung kriegen, wenn eins unserer Tiere angegriffen wird. Das hat nicht geklappt. Wir haben nur diese Standardtextnachricht bekommen und die
Übersehe ich leider schon mal. Oh, Mechanoiden sind gelandet. Na, hervorragend. Hier sollen die reinkommen. Da würde ich sagen, geht Livy auch mal ganz schnell in den Raum. Einer, okay. Livy, lauf schneller. Wolle bleibt hier. Teddy und Cho kommen hierher. Muschel da. Jetzt greift er die Holzwand an. Jetzt greift er das Schwein an. Nein, hält Wache. Nein, er schießt aber, das stimmt nicht. Hier sieht man schon, dass der Schuss vorbereitet wird. Ausgerechnet, aber Gott sei Dank nur einer. Ja, was machen wir jetzt am besten? Ich habe schon eine Idee. Cho geht hier hin. Und Teddy geht hier hin. Und noch ist das Schwein ohne Treffer davon gekommen. Teddy schießt bereits. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh, das muss natürlich auch direkt ein Volltreffer sein. Linke Niere zerstört, das ist alt. Oberkörperschuss, Energielanze, der blutet auch schon, ja, hervorragend. Nein! Oh Gott sei Dank. So, wir klauen uns die Schnitterhand. Die können wir verkaufen und wenigstens ein bisschen Geld aus der Sache schlagen. Cho ist leider tot. Das ist schon extrem krass jetzt. Das ist extrem, wirklich ganz extrem unglücklich. Jetzt können wir noch einmal gucken. Nee, der taucht jetzt schon gar nicht mehr auf. Ach, herrje. Mein Gott, was ist das bloß für ein Ärger? So, die Klinge ist ab. Genau, jetzt geh dich mal ausruhen. Wie sieht denn der Gesundheitszustand aus? Keine unmittelbare Gefahr, trotzdem ausruhen. Dann kann Livy mal eben, Spinne kann mal eben dem Rest, dem Schnitter den Rest geben. Und dann muss Livy auch gleich behandeln. Erfolgt bereits. Sehr gut, okay. Wir haben eine Mechanikwerkbank, wir können also den Schnitter zerlegen. Das ist eine Aufgabe, die wir dauerhaft auch aktiv haben. Sollten wir vielleicht auch machen. Ich glaube, Muschel müsste das können. Livy kann das auch nicht. Teddy schläft. Wolle dann. Einer kann's. Da, genau. Ich wollte doch gerade sagen. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen Titanium. Ach, Titanium. Ein bisschen Blastahl und Bauteile bekommen. Und was trägt er noch weg? Stahl. So. Das ist, wie gesagt, wirklich ganz extrem ärgerlich gewesen. Ich bin wirklich schockiert, wie das hier läuft. Es läuft überhaupt nicht gut. Wir müssen den Gästebereich fertig kriegen, denn hier kriegen wir auch neue Kolonisten. Die können wir anwerben und es ist wirklich allerhöchste Zeit dafür. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.